Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Gorki 17. Das Spiel ist, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich ein wenig älter. Und man kann es wohl am besten beschreiben als ein rundenbasierendes Silent Hill-Resident Evil mit ziemlich vielen RP-Elementen. Also es ist vom Spielprinzip her recht interessant. Ich hatte es vor einigen Jahren mal angespielt, aber ich kam nicht besonders weit, weil ich mit meinen Ressourcen nicht besonders gut umgegangen bin. Das heißt, es wird größtenteils blind sein. Die ersten 10, 15 Minuten habe ich noch drin. Danach werde ich gucken müssen, wie es weitergeht. Das heißt, ich werde mit euch zusammen und mit den Soldaten das Spiel blind erleben. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Intro an. Also, Commander, können Sie uns jetzt vielleicht sagen, warum wir eigentlich hier sind? Wissen Sie, es passiert nicht alle Tage, dass ein Auftrag so geheim ist, dass man ohne Briefing bei Nacht und Nebel zur Airbase beordert wird, Sir. Hat einer von Ihnen schon mal etwas von Gorki 17 gehört? War das nicht das geheime Ausbildungsgelände für russische Spione, das letztes Jahr zerstört wurde? Das ist die landläufige Meinung. Aber offenbar wurden in Gorki 17 keine Spione ausgebildet, sondern militärische Experimente durchgeführt. Vor einem Jahr haben die Russen selbst es mit einem Luftangriff dem Erdboden gleichgemacht. Die Gründe dafür sind unbekannt. Na und? Und was machen wir also hier in Polen? General Gordon Lamer, der Kommandant dieser Operation, hat einen Brief von einem anonymen Informanten erhalten. Der Schreiber behauptet, dass hier ähnliche Experimente durchgeführt wurden. Wir haben ein Team aus Spezialisten, Group One, losgeschickt, um Nachforschungen anzustellen. Aber wir haben den Kontakt verloren. Unser Kommando nennt sich Group Two. Mir schwant Übles. Group One ist verschollen? Richtig. Unsere Befehle sind eindeutig. Erstens sollen wir die verbliebenen Mitglieder von Group One finden. Zweitens gibt es nach unseren Informationen hier irgendwo ein geheimes Labor. Wir werden dieses Labor ausfindig machen und sichern. Alle Unklarheiten beseitigt? Oui, ich bin bereit. Ovich, alles klar? Vorläufig keine weiteren Fragen. Ich bin bereit, Sir. Eins noch. Ich will dieses Unternehmen erfolgreich und ohne Verluste abschließen. Halten Sie also die Augen auf. Seien Sie vorsichtig. General Lamer teilte mir bei meinem Briefing für die Mission mit, dass wir uns auf das Schlimmste gefasst machen sollen. Was soll das heißen, das Schlimmste? Warten wir es ab. Wenn wir es sehen, werden wir wissen, was gemeint war. So, und damit wären wir jetzt auch im eigentlichen Spiel. Zuerst ein paar Hintergrundsachen. Also, Gorki 17, da ist irgendwas passiert.
Es wurden Fußsoldaten hingeschickt. Man sieht am Anfang des Intros so ein Mikrofon auf dem Boden liegen. Es wurden Fußsoldaten hingeschickt. Das hat nicht funktioniert. Sie haben Hubschrauber hingeschickt. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie das Ding zerbombt. Jetzt, hier in Polen, haben sie Fußsoldaten hingeschickt. Nämlich Team 1. Hat nicht funktioniert. Jetzt schicken sie Team 2. Uns 3. Also, es klingt schon mal echt nicht gut. Und was mir besonders gut gefällt, sind die Charaktere hier. Die Synchronsprecher. Also normalerweise in deutschen Versionen ist das ein bisschen komisch. Aber hier mit den schönen Akzenten. Also einmal ein eher amerikanischer Typ. Cole Sullivan. Dann den Jarek Owicz, der polnisch oder russisch sein dürfte. Und Trantinier, ein Franzose. Alle. Gefällig? Möchte jemand einen Kaffee? Und wenn man anscheinend zu lange nichts macht, dann meckert der Chef. Also gut, wir haben Kontrolle über die drei. Da unten werden die Lebenspunkte sein. Waffenskills, persönliche Statistiken. Aha. Also Level 1, keine Erfahrung. Max GP, das werden Lebenspunkte sein. Also Owicz ist wirklich der Schläger. Trantinier ist eher der Schleicher oder Arzt. Und er ist so ein Mittelding. Genauigkeit 90%, das klingt gut. Ja, er ist nur 82 und er ist 86, also er ist Scharfschütze. Glück und Bewegungsreichweite. Er hat auch mehr Glück als die anderen beiden. Also ein Glückspilz-Scharfschütze mit einer Entspanntheit von 0 bis 10. 0 bis 11, 0 bis 14. Da bin ich mir nicht sicher, was das bedeutet. Aber ich denke mal, das füllt sich, wenn nach und nach schlimme Dinge passieren. Das heißt, er hält am meisten Terror aus. Müssen wir gucken im Spiel. Hier haben wir noch Gieb und Inventar. Was haben wir im Inventar? Das hier links scheint ein Pflaster. Nützlich, um Wunden zu heilen. GP30. Verschiedene Nahrungsmittel heilen auch Wunden. Bandagen heilen auch Wunden. In der Reihenfolge Nahrung, Pflaster und dann Bandagen. Okay. Waffen haben wir ein Gewehr, eine Pistole und ein Messer. Ist das ein Gruppeninventar? Nein. Das scheinen jeweils die Inventare zu sein. Also jeder von denen hat ein Gewehr, eine Pistole und ein Messer. Und die ersten beiden haben auch noch Streichhölzer, weil sie wahrscheinlich rauchen. Eher nicht. Und alle haben die gleiche Heilausrüstung. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht ist es doch ein Gruppeninventar. Müssen wir später gucken. Waffenskills. Haben alle noch keine. Das finde ich ein bisschen komisch, wenn man irgendwelche Elite-Soldaten spielt und die fangen an mit Level 1, 0 Erfahrung und keinen Skills. Aber na gut. Also, Cheffe, wir wollen uns umgucken. Da geht's nicht weiter. Da hinten hat irgendwas geblinkt. Brückenrand. Können wir aber nicht mit interagieren. Okay. Heilige Mutter Gottes, was in drei Teufelsnamen ist das? Wie gesagt, rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Und vergessen Sie niemals, dass wir nicht wissen, wozu diese Kreaturen imstande sind. Unüberlegte Aktionen könnten uns das Leben kosten, also Vorsicht. Also er scheint nicht wirklich überrascht davon zu sein, dass das irgendwie ein Alien ist oder Mutant oder sonst irgendwas. Was schon mal ein wenig komisch ist. Aber na gut. Er sollte nicht mit Fäusten auf das Ding losgehen, sondern mit einem Gewehr. Und man kann nicht in jede Richtung schießen. Das heißt, wir müssen erst ein bisschen nach unten. Und ich würde gerne nach hinten gehen, damit mich das Vieh nicht beißt. So, schieß auf einen Sphinx. Verfehlt. Du hast eine Genauigkeit von 90%. Okay, geh weiter nach hinten. Du nimmst bitte... Wenn jetzt alle das Gewehr nehmen, haben wir ein Problem. Ich glaube, der sollte mit der Pistole arbeiten. Pistole kann nicht schräg schießen. Okay, also geh mal dahin. Oh, warte. Die Felder hier sind richtig schön dunkelrot und nach hinten werden sie immer grisseliger. Ich denke, je weiter das Vieh weg ist, desto schwieriger trifft man oder es macht weniger Schaden. Müssen wir auch beobachten. Ein Schaden. Ja, also
je weiter weg, desto döver. Ovich. Wo ist Ovich? Achso, erstmal muss er seine... Was ist das? Zugband 9. Das war gerade komisch. Achso, ich kann mir aussuchen, welche Richtung er guckt, wenn ich gedrückt halte und ziehe. Ja, guck mal schön zum Gegner hin. Achso, und ich habe jetzt Ovich mit der Pistole schießen lassen. Ich dachte, das da wäre Ovich. Nee. Na gut, du... Pistole, geh mal da oben hin. Schieß auf den. 3 plus 2, das sieht schon besser aus. Und danach gehst du weg. Hm, und es gibt direkt im Kampf Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich, wenn man genug Schaden verursacht. Damit müsste unsere Runde jetzt rum sein. Jo, okay. Und er kann ungefähr 3 Felder gehen. Damit sollten wir arbeiten. Du schießt jetzt auf den und gehst dann weg. Ich hoffe mal, das klappt in der Reihenfolge. Ja, es klappt. Okay, schießen, weggehen. Du nimmst das Gewehr, weil du bist Ovich. 7 plus 2, sehr gut. Gehst da hinten. Du gehst dahin, schießt auf ihn. 3 plus 2, er hat noch 11 Lebenspunkte. Okay, das müssten wir hinbekommen, ohne dass der überhaupt einmal in Nahkampf kommt. Frage ist halt nur, ob es so gewollt ist. Wie gesagt, ich habe das vor Jahren schon mal gespielt und ich weiß, ich hatte irgendwann Ressourcenprobleme. Das heißt, wir sollten eventuell auch mit den Nahkampfwaffen arbeiten. Genau, du kommst jetzt ran. Dann nehmen wir... Ah, Ovich kommt nicht ran. Okay, du kommst auch nicht in Nahkampf. Du kommst in Nahkampf. Trantinier. Unser Scout-Arzt. Stürmer schreit in Nahkampf und hau ihn. 27 Erfahrungspunkte. Ja, das sollte auch besser 27 Erfahrungspunkte geben. Das ist eine ganz schöne Kamikaze-Aktion. So, du... gehst hier hin und benutzt deine Pistole, weil ich die Gewehrmunition aufbewahren will. Und Waffenskill verbessert. Okay. Sieg. Sphinx. Komisch geschrieben, aber es ist eine Sphinx. Mr. Sullivan hat am wenigsten Erfahrungspunkte bekommen, wahrscheinlich weil er nicht genug Schaden gemacht hat. Er hat ja nur einmal mit einem Schadenspunkt getroffen. Dafür hat Trantinier halt durch seine Kamikaze-Messeraktion recht viel bekommen. Das heißt, da müssen wir auch drauf achten, wer macht wann Schaden, weil sonst haben wir irgendwann das Problem, dass gewisse Leute bei den Erfahrungspunkten hinterherhinken. Aber okay. Unser erster Kampf. Nachladen müssen wir anscheinend nicht. Haben wir jetzt unterschiedlich viel Munition? Ja, haben wir. Also es ist definitiv ein Inventar, das auf die Charaktere zurechtgeschnitten ist. Das heißt, theoretisch könnten wir die Gewehrmunition von Trantinier wegnehmen und zu Ovich bringen zum Beispiel. Machen wir mal Hälfte, Hälfte. Hälfte zu Ovich, Hälfte zu Sullivan. So, das Gewehr, ja, behältst du erstmal. Das heißt, er benutzt Pistole und Messer. Ich überlege gerade, ob das so sinnvoll ist. Seine Genauigkeit ist geringer. Und er hat mehr Lebenspunkte. Eigentlich sollte er eher in Nahkampf gehen, ne? Ja, okay. Du gibst die ganze Munition zu ihm. So. Pistolenmunition zu ihm. Pistole hast du schon in der Hand. Okay. Also du Fernkämpfer. Du Fernkämpfer mit Pistole, sonst Bajonett. Was tut man dahin? Wahrscheinlich Rüstung. Und du bist auch Fernkämpfer. Okay, okay. Mehr als genug Pistolenmunition. Ja, ein bisschen sollte jeder haben, dass er wenigstens zwischendurch schießen kann. Und 20 Schuss müssten für jeden Kampf reichen. Okay. Waffenskills. Du bist Level 2 Pistole, Level 1 Gewehr. Das ging schnell. Level 1 Gewehr, Level 2 Pistole, Level 1 Messer. Gut. Ich frage mich gerade, ob alles... Oh. Hey Männer, hierher!
Kommt her und seht euch das an. Sieht nach den Überresten von Group One aus.